Ich bin Saskia Dörr, ich bin Expertin und Beraterin für Corporate Digital Responsibility, der digitalen Unternehmensverantwortung oder eben unternehmerischen Verantwortung im Digitalzeitalter von Unternehmen. Und verbinde damit Nachhaltigkeit und Digitalisierung mit meinem Unternehmen Wiseway, das ich vor inzwischen fast 10 Jahren gegründet habe. Und das alles tue ich vor dem Hintergrund meiner über 25-jährigen Tätigkeit bei der Deutschen Telekom, bei der ich eingestiegen bin, als das Internet laufen lernte. Und seitdem mache ich da Fach- und Führungsaufgaben im Bereich Internet, Online, Digitales und habe zudem noch ein MBA in Sustainability Management erhalten. Mhm. Also du bist auf der einen Seite Führungskräfteentwicklerin, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, und selbstständig als im CSR-Bereich. Genau, im Moment bin ich in der Telekom im digitalen, also in der Digitalisierung im HR-Bereich, und ansonsten berate ich in dem Bereich, wie man verantwortlich digitalisiert, also wie man mit Tech und Daten verantwortlich umgeht, was das für die Mitarbeitenden bedeutet, was das für die Kunden bedeutet, was es überhaupt heißt, als Unternehmen ein digitales Geschäftsmodell mit Verantwortung zu haben. Mhm. Dankeschön. Wie bist du denn, also mach mal so einen kleinen Wrap-up, wie bist du denn da hingekommen zu diesem Schwerpunkt, dass das so dein beruflicher Schwerpunkt wurde? Naja, gut, wenn man jetzt mal vom Anfang guckt, in der Telekom, in die Telekom bin ich eingestiegen, aus der puren Faszination damals für das Internet. Also ich bin Anfang während meiner Promotion, also wir haben mit Computern und Modellen gearbeitet, und während meiner Promotion sagte ein Kollege zu mir, möchtest du mal nach New York surfen? Und ich so, ja, das möchte ich. Das war sozusagen damals mit dem Universitätsnetz möglich, und ich war total fasziniert von dem Internet und der Vernetzung. Und wollte dann was mit Multimedia machen. Und mit Multimedia machten damals Verlage. Und das heißt, ich bin dann nach meiner Promotion in Verlagswesen gegangen. Klassisches Buch, muss man sagen, weil Multimedia war so klein. Und die Telekom suchte dann irgendwann 97 Produktmanager für Telelernen, Telebüro und Telemedizin. Und da bin ich eingestiegen. Und das war auch damals mein echter Traumjob. Mhm. Und wie kommt es dann, dass du dann bei dem CSR freiberuflich gelandet bist? Ich habe erstmal viele Jahre und Jahrzehnte mich in unterschiedlichen Jobs im Produktmanagement, im CRM, im Datenmanagement, also diese Themen gemacht und mich dann irgendwann gefragt, was hat das eigentlich mit meinem ursprünglichen Studium zu tun? Ich bin Biologin. Mhm. Das war also irgendwie so schon auch eine erste Umorientierung dann schon wieder, mich zu fragen, wie kann ich denn diese Dinge auch miteinander verbinden? Und wollte mich weiterbilden und habe mich weitergebildet mit diesem berufsbegleitenden Studium. Hatte dann erst noch so ein MBA in der Telekom und dann sozusagen nochmal den externen mit dem Nachhaltigkeitsmanagement und habe dann dieses Thema entdeckt. Was heißt das? Man nennt das auch nicht marktliche Strategie, also nicht nur Produkte zu managen, sondern eben sozusagen sich als Unternehmen auch im gesellschaftlichen Raum zu bewegen. Und das habe ich dann als mein Herzensthema entdeckt. Das heißt, du bist eigentlich von Natur aus, in Anführungsstrichen, bist du schon eigentlich beim MINT gelandet, ne? Mhm. Durch dein Biologiestudium. Ja. Und hast dich dann über universitäre Abschlüsse weiterqualifiziert. Ja. Wie sieht ansonsten so dein Weiterbildungsrhythmus aus? Gehst du ansonsten in Fortbildungen oder machst du eher informell? Wie entwickelst du dich so persönlich weiter? Ja, also ganz am Anfang sozusagen in der Telekom war es so, ich war nun promovierte Biologin, ja, und bin dann aber als promovierte Biologin erstmal in Verlage gegangen, und von Verlagswesen hatte ich keine Ahnung. Das habe ich dort alles irgendwie gelernt. Ganz gut, so.
Bücher lektorieren. Ne? Und so ähnlich war es dann auch. Das habe ich irgendwie 1,5 Jahre gemacht. Und dann bin ich in der Telekom im Produktmanagement eingestiegen. Und das war damals irgendwie ganz ähnlich zu heute, fällt mir auf, weil das war die Zeit, da war dann T-Online war gegründet, also quasi diese ersten BTX-Zeiten waren vorbei und die Telekom wollte gerne für die Geschäftskunden Produkte anbieten, also nicht nur für die Privatkunden. Also das Internet war quasi kommerzialisierbar und brauchte Leute bis zum Umfallen. Und zwar nicht die, die schon da waren, davon gab es viele, sondern die was Neues reinbringen. Und die stellten damals wie wild, sage ich jetzt mal, Menschen mit akademischen Abschlüssen ein, die irgendwie ein bisschen was damit zu tun hatten. Also entweder MINT-Fächer, ne, oder auch natürlich Betriebswirte oder Juristen. Und das Onboarding damals, also das war noch nicht so, wie man das heute machen würde. Mach mal, ne? Also so, wenn man dann überhaupt einen Internetzugang hatte. Und insofern, wir haben alle Learning on the Job gemacht oder so erlebt, ne? Man hat das dann einfach gelernt und dann natürlich über Jahre profitiert von einem Konzern, der ein sehr ausgeprägtes Ausbildungswesen oder Weiterbildungswesen natürlich auch hat, mit ganz vielen Trainings. Und wobei ich aber sagen muss, dieses on the job, das hört ja nie auf. Ne? Ich habe spätestens alle 3 Jahre meinen Job sehr massiv geändert. Also alles andere als, wie soll ich sagen, eine klare Linie, die kann man immer hinterher erzählen, aber das war immer so lustgetrieben auch. Ne? Mhm. Worauf habe ich jetzt Lust? Und ansonsten ganz viel online natürlich. Online, online, online in den letzten Jahren sowieso. Ich meine, das ist inzwischen, hat sich das ja wirklich bei allen durchgesetzt, selbst VHS-Kurse online zu belegen. Ne? Mhm. Man merkt dir an, dass du fasziniert bist von den Möglichkeiten, die dir da geboten wurden oder die du dir vielleicht auch genommen hast. Oder was fasziniert dich daran, an diesem Weg, den du da so verfolgt hast? Ja, also ich sag mal, ich hatte sicherlich die Möglichkeit, sehr immer wieder was Neues zu machen. Und auf der einen Seite in dem Rahmen, den ein Konzern bietet, das heißt, es gibt ja immer wieder freie Stellen im Konzern und aufgrund unseres Betriebsverfassungsgesetzes ist es so, dass interne Mitarbeitende bevorzugt werden. Ne, darauf achtet der Sozialpartner und damit hat man immer wieder die Möglichkeit, neue Sachen zu machen und das innerhalb des geschützten Rahmens quasi keinen Arbeitsvertrag aufgeben zu müssen, also keine neue Probezeit zu haben. Die Möglichkeit hatte ich und dann sozusagen auch die Möglichkeit, immer wieder in Teilzeit, in Auszeit bei der Telekom zu gehen, um mir dann meine Selbstständigkeit aufzubauen. Also das ist schon eine ganz große Flexibilität und das entspricht sozusagen dem, worauf ich Lust hatte. Ja, also und ich sag mal, und weiterhin auch machen möchte zukünftig. Ja. Mhm. Aber du lernst auch gerne offenbar was Neues. Es gibt ja auch die andere Sorte Mensch. Ich weiß nicht, ob das die Mehrheit ist, würde ich erstmal so arbeitshypothetisch vermuten, die sich schwer tut, damit was Neues zu lernen oder sich nicht so gerne in neue Projekte stürzt. Oder wie ist so dein Eindruck in deinem beruflichen Umfeld? Also nicht nur Telekom, sondern generell. Ja. Also es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, ob ich da jetzt eine Ausnahme bin. Es gibt schon, glaube ich, einige von dieser Sorte, die wirklich auch gerne immer mal was Neues machen. Vielleicht jetzt nicht so ausgeprägt. Ich habe das, also gerade wenn ich jetzt in der Beratung bin, auch bei mittelständischen Unternehmen, auch gerade in Berufen, die vielleicht, klarer sind von ihrem Scope, auch von dem, wohin man sich bewegt. Das ist ja zum Beispiel bei meinem Studium ganz ausgeprägt. Biologen sind arbeiten nicht auf einen bestimmten Job hin. Man kann auch provokativ sagen, sie studieren für die Arbeitslosigkeit. Ja? Also es gibt keinen wirklichen Job, den man hinterher machen kann, außer in einer Pharmafirma, wenn man das gerne möchte. Das heißt,
es ist ja eigentlich irgendwann völlig klar, dass du entweder machst du auf der Uni weiter oder du machst was anderes, ja. Und deswegen findet man zum Beispiel Biologen so ziemlich überall auf der Welt, in allen möglichen Jobs. Das ist vielleicht ein bisschen spezifisch für die Menschen, die dieses Studium wählen. Andere Menschen wählen Ausbildungen, die sehr viel klarer sind, wo sehr klar ist, ne, ich bin dann am Ende ausgebildeter Arzt. Maler, Arzt, was auch immer, ne, Steuerfachangestellte, ne, also solche Sachen, die eben sehr klar sind. Und da dieser Ausbildungsgang damit das auch schon sehr klar vorgibt, ist es möglicherweise dann eben nicht so angelegt, dass ich sage, ach Mensch, mache ich jetzt doch nochmal das oder das oder das, zumal das auch oft die Wege in der Vergangenheit gar nicht hergegeben haben. Also, was machst du, ne? Das ist ein guter Gedanke, wahrscheinlich, also dass die von der Charaktereigenschaften schon bestimmte Menschen anzieht. Solche Studiengänge ist ja das Gleiche. Also ich habe Sozialwissenschaften studiert, da kannst du auch alles werden, von Taxifahrerin bis Vorstandsvorsitzender. Also die werden alles. Das musst du dann halt auf deinem Weg, musst du dir dann, das ist ja auch das der Vorteil, den du dann hast, wenn du so strukturiert bist, so tickst. Wie, worauf freust du dich denn so, was an so zukünftigen Entwicklungen? Ist ja im Moment wieder gerade einiges da im Busche. Freust du dich darauf, auf diese ganze KI-Zeug und wie gehst du da so ran? Ja. Aha, ja, also ich sag mal, ich habe halt das ganz große Glück, dass eigentlich diese zwei großen Themen, die mich mein Leben lang fasziniert haben, also die Nachhaltigkeit und also die Frage, wie geht's für die Zukunft weiter, ist das ja im wesentlichen Sinne. Und wie geht es gerecht zu auf diesem Planeten global? Und das andere Thema der Technologie und Digitalisierung, dass ich die eben verbinden kann und das auch immer wieder jetzt auch in Papers und so weiter tue. Ich habe ein Buch dazu geschrieben zu diesem Thema und dass ich das so, wie soll ich sagen, im Entstehen und zwar nicht mehr als junge Frau sozusagen am Anfang meiner Laufbahn, sondern schon mit relativ viel auch auf dem Buckel so begleiten kann. Das finde ich ein ganz großes Glück, ja, dass ich da dabei bin und da meinen Beitrag dazu leisten kann. Einen Senf dazugeben kann. Und also es ist Wahnsinn, ne? Also ich hatte schon den ein oder anderen Abend auch mit ChatGPT und ich muss schon sagen, bei aller Kritik, die ich habe und bei allem Kritischen, das wir alle sehen müssen und lernen müssen, kulturell, individuell, gesellschaftlich, hatte ich doch immer wieder Gänsehautmomente, wo ich dachte, so jetzt bin ich in der Zukunft angekommen. Also es ist schon der Hammer, was da gerade passiert. Das passt auch gut zu meiner nächsten Frage. Was möchtest du als nächstes lernen? Ist es das Prompten, wie du ChatGPT am besten? Übe ich schon immer nicht. Also muss auch sagen, bei ChatGPT gelingt es mir ganz gut. Bei Midjourney, also Bilder, da merke ich, also dass ich quasi, dass das gar nicht so meine Disziplin ist, ne? Und wenn ich bewundere das total, was andere da so produzieren können. Und, und bei mir kommt da irgendwas raus, was man sagen kann, ja, okay, ist nice umgesetzt, aber ist nicht wirklich das, was ich mir vorgestellt hatte. Ja, also ich glaube, dass es auf jeden Fall jeder in seinem Business das sein sollte, was man üben sollte. Texter, Marketing-Leute, so wie ich, Leute, die viel Texte schreiben, sollte man irgendwie lernen, mit so einer Text-KI umzugehen. Andere, wie mein Liebster, der ist Grafiker, der lernt natürlich jetzt mit Journey und Dolly umzugehen. Also das verändert die Berufe heute und gerade in dem Freelancer-Kontext adaptieren das die Menschen einfach, ne? Also das wird ja gar nicht, wie soll ich sagen, es ist da, das ist bezahlbar, also es kostet ja nicht viel, selbst ChatGPT 4, was weiß ich, 10, 20 Euro oder was, ne? Mehr ist das nicht im Monat. Also das ist alles machbar und das macht man dann halt einfach. Ich habe letzte Woche online an so einer Konferenz teilgenommen, rund um künstliche Intelligenz und die hatten wirklich viele interessante Menschen eingeladen.
Und da gab's, ich habe mir vor allem die Diskussion mit Künstlern angehört, Künstlern und Wissenschaftlern. Und die waren alle so begeistert und die gehen alle davon aus, von so einer Explosion der Kreativität, ne? Dass das also jetzt nur so aufpoppt und ganz, also so viele neue Möglichkeiten der Generierung von Wissen und von Assoziationsketten. Das und halt auch eine Demokratisierung der Tools, weil du halt jetzt irgendwie Möglichkeiten hast, was sonst sich nur Hollywood-Studios oder eben solche vergleichbaren Größen leisten konnten. Also richtig toll. Aber jetzt mal davon ab. Also du bist also sehr versiert, bist dann quasi mitgewachsen mit dieser ganzen Technologie und jetzt durch diese neuen Technologien werden sicherlich der ein oder andere Beruf die Grätsche machen. Also es wird Disruption geben am Arbeitsmarkt. Und was würdest du denn Frauen empfehlen, die nicht im Tech-Business irgendwie mitgewachsen sind? Wie man so in der MINT-Branche vielleicht doch andocken könnte? Ja, was wir ja eigentlich auch in den letzten Jahren schon mehr und mehr erleben, also zumindest jetzt auch in dieser, ich sag jetzt mal, Industrie und Blase, in der ich mich da so bewege, ist, dass wir digitale Elemente in allen möglichen Jobs haben. Also beispielsweise Projektmanagement. Ne? Es gibt, Projektmanagement ist jetzt, sagen wir mal, schon so alt wie die Welt. Aber dieses Ganze, diese Veränderung in Richtung agiles Projektmanagement ist ja sogar inzwischen zertifizierbar. Dann Scrum, also dass man mehr quasi Software-Teams auch coachen und begleiten kann. Also das wäre sozusagen schon ein Entwicklungsweg vom Projektmanager zu so einem, ich sag jetzt mal, Projektmanager in einem Digitalunternehmen, ne, in einem IT-Unternehmen. Und so ist das, ich meine, natürlich kann man sagen, okay, wenn es mich hin zum Programmieren zieht, ja, dann ist das sicherlich eine Neigung, die man sozusagen in sich pflegen sollte, weil das ist sicherlich ein Job, den kann man lange, lange noch machen und wird auch gut verdienen. Also insofern für Menschen, für die vielleicht Geld auch nochmal eine Motivation ist, sollte man sagen, ja, lern doch programmieren, ne? Es gibt tolle Kurse, es gibt fast kostenfreie Plattformen, ne? Was weiß ich, habe noch Google in Erinnerung, aber auch natürlich plattformunabhängiges, was man dann sicherlich auch mal auswählen sollte. Also so, das ist sicherlich was, wenn man das machen will, ist das und sollte man das machen. Ich nehme aber an, wenn man irgendwie in Mitte seines Lebens ist und diesen Weg nicht eingeschlagen hat und gerade auch, wenn ich Frauen höre und ich bin ja auch viel umgeben von Frauen, dann sagen die nicht, oh, Coden war schon immer der Traum meiner schlaflosen Nächte. Ne? Das ist dann so. Ne? Was ich glaube, ist halt, dass es einfach wichtig ist, diese digitalen Trends irgendwie mitzukriegen. Also diese Dinge auch selbst auszuprobieren. Sowohl was die digitalen, ich sag mal, Methoden anbelangt, die ganzen Tools, ne? Das ist immer noch, wir hatten es gerade eben, keine Selbstverständlichkeit, nicht nur vielleicht eine Zoom-Konferenz bedienen zu können, sondern vielleicht auch mal eine Whiteboard-Lösung bedienen zu können, mal eine Selbstorganisations-Projektmanagement-Tool wie Basecamp oder Trello oder was bedienen zu können. Das auch wirklich zu nutzen und damit auch mal andere zu überraschen, was man damit alles so Schönes machen kann. Das sind jetzt mehr so die, wie soll ich sagen, Büromethoden, ne? Und die sicherlich für jeden gut sind. Aber wenn man, sich systematisch in einen Beruf bewegen möchte, der völlig anders ist, dann würde ich doch auch immer sagen, ist man auch gut damit beraten, wenn man sich, ja, einen Coach sucht oder sagen wir mal, ich habe auch schon so schöne Kurse gemacht zum Thema berufliche Neuorientierung, also sich immer wieder zu sortieren und sich zu fragen, was will ich denn eigentlich jetzt? Ne? Dass man da nicht einfach irgendwie, loshoppelt, sondern dass man auch zielorientiert vorangeht und guckt, wo sind denn meine Neigungen und was soll denn der neue Job eigentlich auch bringen? Das würde ich auch so raten. Ja. Das heißt, als Zeitinvestment, um so einen neuen Job zu starten, muss es nicht unbedingt ein Aufbaustudiengang sein oder überhaupt ein Studiengang, sondern man kann auch mit einer
kürzeren Einheit, aber halt fokussiert sich mal irgendwo reinbegeben. Und wie du sagtest, es gibt ja auch vieles umsonst. Was würdest du denn Frauen 45 plus, also das ist ja so unsere primäre Zielgruppe, aber auch Jüngeren, was würdest du denen empfehlen, wie sie an der Zukunft teilhaben können? Ist vielleicht jetzt ein bisschen redundant zu dem, was wir schon gesagt haben. Oder dann fassen wir nochmal zusammen. Also ja, was würdest du anderen empfehlen? Ja, also ich sag mal, was ich wirklich total wichtig finde, ich meine, wir hatten die ganze Bewegung irgendwie vor, weiß ich jetzt gar nicht mehr, 8 oder 9 oder 10 Jahren mit den sozialen Medien, ne? Und jetzt haben wir das alles in einer Mega-Geschwindigkeit mit diesen KIs. Und ich erlebe jetzt schon wieder auch die Leute, die schon drin waren und die noch nicht drin sind, ne? Habe aber jetzt eine ganz große Offenheit auch schon irgendwie wahrgenommen. Habe das letztens auch nochmal meinen Mädels mal so ChatGPT vorgestellt. Das fanden die auch ganz spannend. Also ich würde sagen, die Tools ausprobieren. Ausprobieren, sich selbst eine Meinung bilden, erkennen, wo die Bias und eine Diskriminierung haben, erkennen, wo die einfach Quatsch reden, erkennen, wie man selbst mit so einem System anfängt zu sprechen und glaubt, das wäre ein Mensch und zu verstehen, was da eigentlich gerade falsch läuft und warum das so falsch läuft. Also einfach die Sachen hinterfragen und da, wo man einsteigen will, vielleicht nochmal mehr lesen, aber eben sich nicht so sehr auf die Narrative vertrauen von den einen oder anderen Seiten. So, und das wäre eigentlich so das, wo ich echt denke, da müssen wir alle als Frauen, gerade bei den KIs, weil die sind eben hochgradig diskriminierend, auch sexistisch, da müssen wir alle wachsam sein in all unseren Rollen, ob als Personalerin oder Freelancer oder Mutter oder egal, ne? Also das ist ganz wichtig, dass wir da alle auch wachsam sind und unsere Stimme da auch, uns da auch durchaus laut machen, ja. Beruflich, das ist ein oder? Sehr guter Punkt. Also offen sein, Neues ausprobieren. Man stößt zwangsläufig natürlich auf den Bias, aber es deshalb nicht alleine ablehnen, sondern weiter quasi auch mit trainieren dafür, dass es halt eine, ja. dass die Bias halt nach und nach verschwindet. Saskia, das waren schon meine 10 Fragen. Ich danke dir ganz herzlich. Das fand ich jetzt irgendwie richtig schön rund. Gerne. Es war mir eine Freude.